Okay, da wäre ich im Leben nie und nimmer nicht drauf gekommen. Und ich wette, als ich es das erste Mal gespielt habe, habe ich auch in die Lösung geguckt. Man soll jetzt den Krug Um der alten zerbrechen. Zeiten willen. Die kommen jetzt hier rein. Wenn ich sie einfach hineinfallen lasse, die Scherben schweben genauso darin wie der Holzreif. Jetzt machen wir den Krug Wenn wieder ich jetzt heil. oben durch den Krug greife. Au, verflucht! Nein, so nicht. Und weil es ein Holzreif ist, so. Zum Glück ist es nicht runtergefallen, dann hätten wir jetzt ein Problem. So viel zu eurem unüberwindbaren Käfig. Mit diesem Artefakt ist der Seher also den Flammen entkommen. Und jetzt ist sein Geist im Körper des Raben. Gut. Dann geht's noch mal zum Feenforscher. Giacomo Nauta. Wir müssen reden. Schau, Giacomo, der Reif des Sehers. Bei allen Sternen. Ich habe inzwischen noch mehr in den Analyseprotokollen der Magier gelesen. Wisst ihr jetzt, was genau das Ding macht? Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich die Seele von zwei Lebewesen zu tauschen. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Die Feder beim Raben. Aus meinem Traum. Sehr richtig. Die Zielperson muss sich zudem in der Nähe des Artefakts aufhalten. Wie zaubert das Ding? Sprichst du das Zauberwort? Löst es die Magie des Reifs unmittelbar aus. Allerdings, hier steht, seine Magie sei bereits zum größten Teil verbraucht. Was heißt das? Es ist nur noch ein einziges Mal anwendbar. Was genau kann als Fokus dienen? Es bedarf einer echten Ingredienz des Körpers der Zielperson. Haare, Fingernägel, Blut. Das richtet den Reif magisch auf diese Person aus. Die Ingredienz muss mit dem Artefakt verbunden werden, es berühren. Wegen etwas anderem. Bin gleich zurück. Und wie komme ich jetzt hier weg? Ist die Tür jetzt offen? Fest verriegelt. Hallo? Nö. Niemand macht. Okay. Gucke Eius mal. causa discimus. Eius causa discimus. Oder kann ich jetzt wieder zum König? Nicht zum Kräuterstand, zum König. Nein. Mit diesem Artefakt ist und jetzt ist. Wie gehe ich denn jetzt los? Das ist doch merkwürdig. Ich rede noch mal mit Giacomo Nauta. Wir müssen reden.
Was wisst ihr über diese... Was genau in... Wer ist Magister Eichwart? Er hat sich seit Tagen in... Du findest die... Okay, doch, er hat die... Nee. Wisst ihr, wie ein Seelentau... Eine schwierige Frage. Bitte, Giacomo. Erklärt es mir so einfach wie möglich. Tja, also gut. Jedes Wesen besitzt neben seinem körperlichen Leib darin mit machtvoller... Also will der Seher das... Das steht zu vermuten. Vielleicht sogar... Was sagst du? Ach. Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Um einen Vogel... Warte, das ist... Wieso? Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände. Wem erzählt ihr das? Aber wir sind keine Sklaven der Zukunft und ich sehe keine Alternativen. Was genau kann... Es bedarf einer Haare, das richtet den Reif magisch auf die... Die Ingredienz muss mit dem Atem... Ich hätte gehofft, dass da jetzt noch was bei rauskommt. Bin gleich zurück. Nicht ein Kratzer. Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich die Seele von zwei Lebewesen zu tauschen. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Aber sowas habe ich nicht, ne? Ich hatte ja noch... Warum ist der Akademiewächter noch blau? Keine Zeit für sowas. Huch, nein. Kann ich den da drauflegen? Nein. Wozu? Ich verstehe es nicht. Ich kann nicht aufbrechen. Hatte ich das gerade schon ihm hier gezeigt? Eus Causa. Wozu? Ich meine, es muss mit einem Teil des Dings verbunden werden. Das heißt, ich brauche später was vom See her. Aber... Ich schaue einfach mal nach. Es tut mir leid. Ich hänge und das ärgert mich ein bisschen. Okay, hier steht zum Feenforscher gehen, ihm das Artefakt zeigen. Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich dies. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Wir müssen reden. Ich soll jetzt mit ihm angeblich über Rabenspitze und Artefakt als Was Köder wisst ihr über Was genau interessiert? Stand das eben auch schon da? Bin ich mittlerweile so blind?
Das muss ich mal nachgucken, ob das schon da stand. Ich meine, gut, dann ist es auch kein Wunder, dass ich nicht vorwärts komme, wenn ich sowas übersehe. Wäre es möglich, das Zauberwort des Reifes zu ändern? Du meinst den Auslöser? Wieso fragst du? Wir könnten den Reif für den Seher unbrauchbar machen und ihn als Köder benutzen. Interessanter Gedanke. Die Analyseschriften der Magier sagen, dass das möglich wäre. Das ursprüngliche Zauberwort muss rückwärts aufgesagt werden, sofort gefolgt vom neuen Wort, das es zu applizieren gilt. Hatten die Magier damit bereits Erfolg? Leider nein. Das Zauberwort des Sehers blieb ihnen verborgen. In meinem Traum hatte der Seher ein Wort gemurmelt, als er seine Seele tauschte. Versuche dich daran zu erinnern. Es lautete Corvus. Formidabel. Dann können wir den Reif mit einem eigenen Zauberwort präparieren. Schlag doch mal was Welches vor. Welches Zauberwort sollen wir nehmen? Es sollte nicht zu persönlich sein, sonst wird der Seher es durchschauen. Es darf nicht zu kompliziert sein, damit wir es selbst nicht vergessen. Am besten etwas, das leicht von den Lippen geht, aber der Seher nicht von dir erwartet. Wie wäre es mit Satinaf? Eine sehr gute Wahl. Satinaf soll es sein. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Bin gleich zurück. Mit diesem Artefakt ist der Seher also den Flammen entkommen. Und jetzt ist sein Geist im Körper des Raben. Ja, ich würde gerne... Hesinde, sei mir gnädig. Wichtig ist ein... Hesinde, wichtig ist ein Fokus. Ja, ich würde gerne das Zauberwort tauschen. Oder... Hä? Warum bin ich denn so doof? Wir müssen reden. Warum steht der Text jetzt da? Entweder bin ich völlig blind oder... Ich bin bereit, zur Rabenspitze zu ziehen und Nori zu befreien. Den Raben ködere ich mit dem Artefakt, das er so begehrt. Dann töte ich ihn und fliehe mit Nori. Ich weiß nicht, Geron. Sicher, ohne das neue Zauberwort ist es für ihn nutzlos, aber wie willst du ihm eine Falle stellen? Er ist ein Rabe. Ich bin Vogelfänger. Ich lasse mir schon etwas einfallen. Dein Selbstvertrauen möchte ich haben. Dann heißt es wohl Abschied nehmen. Mögen die Sterne der Welten und alles Feenglück mit dir sein. Lebt wohl. Lebt wohl. Und halte dich von den Saiten der Harfe fern. Sie zu berühren zersprengt den menschlichen Geist. Danke für eure Hilfe, Giacomo. Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Auch ihre eigenen. Doch Gerons Zeit war beinahe verronnen. Schicksal, Vorsehung, Untergang. All das kümmerte ihn jetzt nicht mehr. Das Ende seiner Reise lag vor ihm. Ich verhalte mich besser ruhig. Besser ist das. Ich locke sie auf den See und dann bringe ich das Eis zum Bersten. Irgendwie. Mit Zauberkraft? Ich locke sie auf den See und dann bringe ich irgendwie. Dir wird niemand mehr opfern, Seher. Das soll ein Ritter sein? Dir wird niemand mehr opfern, Seher. Die Statue besteht aus Eis. Die Kreaturen müssen sie mit ihrer Magie geformt haben. Da
Da die Mauern zerfallen sind, ist das Katapult jetzt genau auf den See gerichtet. Ich kann da hoch. Warum wird diese Schlacht in keiner Sage erwähnt? Gehen wir da doch mal hin. Das ist das Pferd eines Ritters. Der Vorderlauf ist mit der Andergaster Eiche gebrandmarkt. Lange haben die Belagerer nicht durchgehalten. Oder die Belagerten. Gott, das muss so kalt sein, da. Mal sehen. Die Mechanik funktioniert noch, aber sie ist vereist und der Bolzenhebel zum Einrasten wurde abmontiert. Natürlich. Genau wie bei meinem kleinen Katapult. Mit der Kurbel wird der Wurfarm gespannt, die Schlinge wird mit einem Stein beladen und dann der Hebel gelöst, um das Geschoss abzufeuern. Leider fehlt die Schlinge und der Hebel. Irgendetwas klemmt. Völlig vereist. Lange kann es noch nicht tot sein. Okay, das war's hier erstmal. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Und wenn ich euch einzeln das Genick brechen muss. Irgendwie muss ich an den Kreaturen vorbeikommen. Kann ich die Rahmenstatue kaputt machen? Das hier ist für dich, Rabe. Jetzt kann ich mir hier Sachen wegnehmen, ne? Ein Hebel. Für die Verteidiger muss es ein aussichtsloses Gefecht gewesen sein. Gut. Ich zünde die Mechanik einfach an. Sehr gut. Das Eis löst sich. Jetzt sollte es gehen. Wie auch immer ich das gemacht habe. Ohne einen Bolzenhebel, der das Zahnrad einrastet, kann ich hier lange drehen. Ach so, ja. Entschuldigung. Der Hebel gehört hier an das Zahnrad. Ah, okay. Jetzt aber. Katapultier Geron. Leider fehlt die Schlinge. Was denn für eine Schlinge? Mein Miniaturkatapult hat an dieser Stelle eine kleine Schlinge für das Geschoss. Gwynling hatte sie aus einem kleinen Stück Rattenfell geschnitten. Ja dann. Der Herr Firon wird es verstehen. Dieses Stück Fell sollte genügen. Für einen Schuss muss das reichen. So, jetzt aber. Das wollte ich schon immer mal machen. Wow! Klang wie bei Ben und Ed. Warum sind wir eigentlich so gut hier rangekommen? Hier wird niemand mehr opfern, Seher. Und die anderen nicht? Hier wird niemand.
Was ist das? Ein Grab? Oh, hier ist die Harfe. Nuri, sie lebt noch. Ich möchte gar nicht wissen, was darunter begraben ist. Ich möchte gar nicht... Das führt zu nichts. Ich darf den Krähen nicht zu nahe kommen, sonst liege ich bald neben diesem Gerippe. Diese Biester bewachen den Weg zur Harfe. Ach, warum kann ich ihnen keine Feuer... Huch. Das wollte ich gar nicht abbrechen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich konnte auch keinen Tierkadaver mitnehmen, ne? Ich meine, die Krähen... Dir wird niemand mehr. Mein Arm ist zu kurz. Wie soll ich da rankommen? Nein, ich lasse es so. Ist da noch gar... Okay. Ich möchte gar nicht wissen, was darunter begraben ist. Was ist das? Ein Grab? Jede andere Fähigkeit wäre nützlicher. Okay. Dieses Entsetzen. Lange hält mein Verstand das nicht aus. Oh. Aber ich muss weiter. Ich würde denen ja... Was ist das? Fleisch anbieten, aber... Ich guck nochmal, ob da oben was ist, was ich übersehen habe. Ja, jetzt kann ich natürlich das Fleisch mitnehmen. Mehr brauche ich nicht. Gut, das ist noch akzeptabel. Zeit für eine Krähenfütterung. Aber ich sollte das Fleisch irgendwo befestigen, damit sich keine Krähe damit davonmacht. Wie irgendwo befestigen? Ich hab doch fast nichts. Ich möchte gar nicht wissen. Zeit für eine Krähe. Aber ich sollte damit sich kann. Okay, hab ich da. Oh. Gekonnt übersehen. Jetzt aber. Ich muss den Pfahl erst reparieren. Ach, das geht auch so. Ich komme, Nuri. Und dann wird der Rabe diesen Pfahl schmücken. Gut, aber was opfere ich den Biestern? Ich schneide mir nur ungern die Hand ab. Wäre auch eine Idee. Tschüss! Lass mich los! Licht? Die Kreaturen mögen kein Licht. Und ausgerechnet jetzt komme ich nicht an meinen Feuerstein.
Hatte schon besten. Okay. Wie soll ich da rankommen? Zu weit weg. Wie soll ich da rankommen? Lass mich los! Ton, Glas, aber nicht das. Lass mich... Vieles ist zerbrechlich, aber das nicht. Da fehlt nichts. Lass mich los! Okay. Mir fällt dazu nichts ein. Ah, da oben, das habe ich übersehen. Entschuldigung. Jetzt da? Mein Arm ist zu kurz. Warum ist immer alles unerreichbar? Hey. Das ist für dich, Schmeißfliege! Nuri. Oh, die Krähen sind fertig mit Essen. Nuri! Nuri! Wer bist du? Heieiei. Die sieht aber nicht gesund aus. Kannst du mich sehen? Ich bin es, Geron. Geron? Die Harfe hat dich herbeigerufen, wie der Vogelmann es gesagt hat. Ja. Ich wollte dir einen grünen Himmel malen, aber die Töne machen alles schwarz. Ich werde dich von hier fortbringen. Irgendwie. Müh dich nicht, Vogelfänger. Es gibt keine Rettung. Nuri und die Harfe sind eins. Sehr. Ja, ein Jammer, dass ich bin, wer ich bin. Dass ich sehe, was ich sehe. Und tun muss, was zu tun ist. Erwartest du Mitgefühl? Ich bin nicht herzlos, Nachthaar. Ich nehme mir lediglich, was mir bestimmt ist. Und was ist das? Einst wurde mir Unsterblichkeit versprochen. Doch erhalten habe ich nur die Aussicht auf einen qualvollen Tod. Aber das darf nicht mein Schicksal sein. Die Götter haben noch eine Aufgabe für mich. Nicht grundlos wird die Gabe des zweiten Gesichts vergeben. Darum darf ich nicht sterben. Sterben wirst du aber. Ich werde dich rupfen und dann ausstopfen. Überlege dir deine nächsten Schritte gut, Vogelfänger. Es muss hier nicht enden. Verstehst du nicht? Nuri ist nur Traumstoff. Der Zaubervogel, der zerplatzt, wenn du ihn greifst. Dort unten wartet das wahre Leben auf dich. Das Kräutermädchen wird dir viele Kinder schenken. Kinder, die keine Fee dir geboren hätte. Wie sieht es aus? Willst du mir dafür nicht etwas geben? Hast du nicht hergebracht, was mir gehört? Gib mir das Artefakt und ich lasse dich ziehen. Aber nur, wenn du Nuri freilässt. Was hast du mit Nuri gemacht? Lass sie gehen! Martere mich, wenn du ein Opfer brauchst! Du kannst sie nicht mehr retten. Die Harfe hat sie verschlungen. Jeder Versuch, sie zu befreien, wäre ihr Tod. Was willst du mit dem Reif? Soll dein Geist in meinen Körper fahren? Wahrlich.
Das wäre eine wunderbare Ironie. Doch warum Vogelfänger sein, wenn ich auch König werden kann? Darum geht es dir? Du willst die Herrschaft über Andergast? Andergast? Nein. Ich werde über ein Reich der Träume herrschen. 1000 Traumsplitter offenbaren mir die Zukunft. Dann forme ich sie nach meinem Willen und werde endlich unsterblich sein. Okay. Also? Nein, nein, es muss noch einen anderen Weg geben. Vergeudete Gedanken, Nachtar. Ich habe deine Entscheidung längst gesehen. Du wirst deine Hand ausstrecken und du wirst mir den Reif geben. Es ist unabwendbar. Das Artefakt, gib es mir! Die Musik verwandelt die Krähen in Albtraumvögel. Dieses entsetzliche Dröhnen, lange hält mein Verstand das nicht aus. Bemühe dich nicht! Nichts, was in deiner Macht steht, kann das Instrument zerstören! Ein Netz und ein Köder, aber der Rabe wird nicht blind in die tödlichen Saiten fliegen. Oh, was haben wir denn? Gib nicht auf, Nori! Es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Ich wollte dich retten. Mach dir keine Sorgen. Kobolde lügen auch oft. Und ich mag Kobolde. Oh, ist das rührend. Bald wirst du frei sein. Dann fliegst du frei wie ein Vogel, hoch zum Himmel. Irgendwie bringe ich die Harfe dazu, dich freizulassen. Aber ich bin doch die Harfe. Und wenn ich nicht mehr spiele, bricht alles auseinander. Ich muss jetzt gehen. Nein, bleib doch hier. Der Vogelmann möchte, dass du alleine bist. Nein. Damit ich dich nicht ablenke. Nein, ich will nicht allein sein. Ich habe so lange gespielt. Ich wollte, dass du herkommst. Der Vogelmann hat es mir versprochen. Der Fokus. Ich verwende Noris Tränen als Fokus für das Artefakt, so wie der Seher einst die Feder verwendet hat, um sich in den Rabenkörper zu retten. Und, Vogelfänger? Also gut. Hier hast du deine Krone. Trage sie, solange du lebst. Und jetzt? Du hattest nie vor, mich gehen zu lassen, nicht wahr? Sei zornig auf die Götter, Nachtar, nicht auf mich. Ungerecht scheint jedes Los, das sie uns auferlegen. Doch was ist dein Leid oder das Leid einer Fee gegen all die Leben, die ich retten kann? Ja, dann erzähle ich dir mal eine Prophezeiung. Lass mich dir eine Prophezeiung stellen. Du wirst scheitern und den Tod finden. Und das Ende, das ich bringen soll, gilt dir. Deine Zeit ist abgelaufen.
Zeit? Was verstehst du von der Zeit? Die Zeit ist das Feuer, in dem wir brennen. Einst zerschmetterten die Urgötter den Spiegel des Kosmos, der die Zukunft zeigte. Heute Nacht setze ich die Scherben neu zusammen. Der Wächter der Zeit wird deinen Frevel bestrafen. Der Wächter der Zeit? Der 13-Gehörnte, der angekettete Gigant. Verstehst du immer noch nicht, Vogelfänger? Der 13-Gehörnte hat keine Macht über mich. Es gibt keinen Wächter der Zeit. Es gibt keinen Satinav. Kehrte mit ihr nach Andergast zurück. Dort ahnte niemand etwas von seiner großen Tat. Doch das kümmerte ihn nicht. Mit den Krähen hatten sich auch die dunklen Träume verflüchtet. Und das Land fiel bald wieder in einen friedlichen Schlaf. Also die Franziska Reinhardt war gut dabei. Spieletester. Oh, ich muss das mal wieder ein bisschen leiser machen bei mir auf dem Ohr. Von Dedelec Entertainment. Ich mag deren Spiele wirklich gern. Sie sind schön. Von der Gestaltung her haben wunderbare Soundtracks. Aber diese Rätsel, ne? Mein Gehirn passt einfach nicht mit deren Gehirnen zusammen. Das ist leider... macht es mir manchmal ein bisschen schwierig. Aber Nuri ist frei. Und... das war's mit Satinavs Ketten. Oh, wir können noch einmal in die Extras schauen. Bilder. Also wenn ich so überlegen müsste, barfuß finde ich eigentlich gut. Vom Gesicht hier gefällt mir die Richtung haartechnisch. So mit
paar Zweigen drin, finde ich schon cool. Nicht freigeschaltet. Oh. Videos sind die einzelnen Dings. Errungenschaften. Schalte alle Erfolge frei, beende das Spiel ohne Komfortfunktion zu benutzen. Die Hotspots findet man auch so. Wo ist eigentlich meine Hose? Was? Guck mal, das kann man kaputt machen. Hupala. Kann man das auch wieder heile machen? Schnell weg hier. Angler, Petri Heil. Sag's nicht mir, sag dem Pferd. Frauenverschmäher, nein, ich will nicht. Messerstecher, spür den blanken Stahl. Oh, das sind aber eine Menge, die hier noch fehlen. Gut. Das war's bei den Extras und das war's bei Satinavs Ketten. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, meine Genervtheit über mein Unverständnis gegenüber Rätseln hat nicht zu sehr gestört. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Projekt dabei bist. Wir sehen uns. Tschüss! Ich liebe diese Musik. Ja, das ist ein kleiner Nachtrag, weil ich dachte mir, ich habe mich ja jetzt verabschiedet und dann kommt noch ein kleiner, hatte Tschüss gesagt und dachte mir, ja, dann kommst du jetzt noch mit einer neuen Folge mit diesem unsichtbaren Schreckkatze-Modus. Und es steht hier, um die Schreckkatze als Gefährten ihrer Heldengruppe freizuschalten, müssen sie mit Geron das Orklager erreichen. Dort steht ein Orkpony, mit welchem sie die Blutzinne nach Osten überqueren müssen. Halten sie sich an der dritten Kreuzung nördlich Richtung Tiefhausen und biegen sie kurz hinter der verzauberten Gießkanne rechts ab. Wenn sie jetzt die morsche Brücke passieren und den Zauber Flimflamfunkel auf die größte Tanne auf der Elfenlichtung wirken, erscheint ein unscheinbarer knallroter Knopf auf dem Boden. Diesen müssen sie 3 Minuten gedrückt halten, während Geron mit allen Bällen aus dem Inventar jongliert. Achtung, alle Savegames werden automatisch gelöscht. Beim Neustart des Spiels steht ihnen allerdings eine wirklich beeindruckende unsichtbare Schreckkatze Level 5 als ständiger Begleiter zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Kreatur kann es ihnen gelingen, Aventuriens Schicksal grundlegend zu verändern und die Schwarzpelze für immer zu besiegen. Und gut, Schwarzpelze sind, glaube ich, Orks und nicht Krähen. Das war schon mal ein Gedankenfehler von mir. Und dann dachte ich halt, komme ich mit diesem Schreckkatzenmodus. Weil ganz am Anfang des Spiels kann man ja auch nicht zum Fex-Tempel gehen, obwohl er ausgewiesen ist, und dann dachte ich, das geht vielleicht im Schreckkatzenmodus, dass man da charismatischer ist und so weiter. Und naja, dann hatte ich keinen passenden Speicherstand und musste von einem anderen Speicherstand jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde spielen. Na gut, eine halbe. Bis ich am Orklager war und dann habe ich das nochmal gelesen. Und ich hatte keine Ahnung. Also ich dachte halt, dass es ein bisschen kryptisch geschrieben ist, dass die verzauberte Gießkanne ein Wasserfall ist. Dieser Orkkopf, der dann blutigen Wasserfall hat oder so, ne? Dass das die verzauberte Gießkanne ist. Und ich habe aber überlegt, wie soll man den Zauber Flimflam Funkel anwenden? Ich meine, klar, den gibt es in das schwarze Auge, aber wir können keine Zauber wirken und das verwirrte mich so. Und dann habe ich eben mal ins Internet geguckt, nachdem ich da überlegte, wie man das jetzt wohl macht.
wird Zeit fürs Bett für mich. Wie dem auch sei, ja, und hab gelesen, dass Daddy Leck das wohl in etlichen Spielerhandbüchern hat, dass da ein ganz toller Modus ist, den man freischalten kann und dass es nur ein Gag ist. Insofern tut es mir leid, das Spiel ist wirklich vorbei. Auf Wiedersehen, jetzt aber wirklich.